sowas begrüßen? Wachst du aus dem Schneeleist? Da war ich dann bei mir nicht. So. Walter, hast du eine Karte? Was hab ich? Soll ich das am Schluss wieder mitnehmen oder? Na ja. Ja. Los, los! Auf! Da bin ich dir die Suppe im Fleischgeschirr. Hineingespuckt hab ich wie üblich. Ich sehe, die Stimmung ist betrüblich. Jetzt aber nicht mehr zum Bedecken. Herr Mockenkopf, du bist ihn geweckt. Sofort wird jetzt das mitgemacht. Es ist nun Tag und nicht mehr nach... Tag? Was? Was ist denn heute für ein Tag? Freitag ist den ganzen Tag. Freitag? Werde ich da endlich frei? Hängt ja schon wieder an mit dem Geschrei.
Gibt es denn keine Gerechtigkeit? Hab nie begangen, keine Schlechtigkeit. Lass mich nie mit niemand ein, weil ich will in Frieden sein. Halt mich immer ganz bescheiden, weil ich will Missverständnisse vermeiden. Und da wird man einfach aus seinem Leben gerissen und mir nichts, dir nichts ins Gefängnis geschmissen. Also, du Gaume, jetzt halt deinen Mund, dass du hier bist. Das hat seinen Grund. Hier hat noch keiner gesessen, mit der nicht irgendwas aufgefressen. Seit mehreren Sonnenmonddienst und Donnerstagen bin ich jetzt hier. Und ich kann nur sagen, das geht zu weit. Das ist keine Art, dass man mich hier widerrechtlich verwahrt. Ich soll mir wohl dein Stöckchen holen. Und dich wieder mal verstohlen. Lieber Herr Werther, sehen Sie mich an. Ich war und bin ein ehrlicher Mann, der keinem was angetan oder entwendet, der einfach lebt und nichts verschwendet, der die Zeitung liest und Kaffee trinkt und nie was Starkes zu sich nimmt und nie sich Vorteile erschleicht oder vom rechten Weg abweicht. Da habe ich ganz andere Sachen gehört. Ruhe und Ordnung hat sie gestört. Lungern knackt auf der Straße herum. Und wenn man dich abnimmt, stellst du dich dumm. Ein Missverständnis. Man meint einen anderen, nie sieht mich keiner bei Nacht rumwandern, wo ich doch sparsam bin und meine Schuhsohlen schone und zu Hause bei meiner lieben Frau wohne. Ach, Herr Werther, ich habe was auf der Bank. Für einen Advokaten kriegen Sie einen Gulden zum Dank. 5 Gulden. 2. 4 Gulden. 3. 5 Gulden. 5 Gulden von meinem feuergesparten Geld, dass man mir einen Advokaten hält. Allein. Aha, was haben wir denn für eine Unglücklichen da? Ah, wieder einer zu Unrecht verhaftet und mit den unergründlichsten Anklagen behaftet. Ah, welch eine Welt, die das Gute entstellt! Ich sehe es Ihnen an, Sie sind ein redlicher Mann. Und für, na sagen wir mal, 50 Gulden ginge ich für Sie durchs Feuer. 50 Gulden? Das ist viel zu teuer. Da kämen noch 50 als Lösegeld hinzu. Und Sie werden sehen, Sie sind frei genug. Sie leiden, mein Herr. Wie war jetzt noch der Name? Ach ja, Mattenrock, wenn ich richtig vernommen habe. Name hin, Name her. Sie werden verstehen, es ist außerordentlich schwer, sich für einen derart hoffnungslosen Fall einzulegen, wenn Sie nicht bereit sind, auch selbst etwas hinzuzugeben. Also, ja oder nein, ich habe nicht viel Zeit. Sind Sie zur vorgeschlagenen Zahlung bereit? Herr Advokat, was soll ich denn anfangen, wenn Sie all meine Ersparnisse verlangen? Seit Jahren mühe ich mich ab, dass ich endlich 100 Gulden beisammen habe. Und außer im Portemonnaie 20 Gulden habe ich sonst nichts wie Schulden. Dabei hätte ich doch nur eigene Beschwerden und sollte dafür entschädigt werden. Schnell mit der Entscheidung auf die Waage. Sie haben, mein Herr, nichts zu fordern in Ihrer Lage. Opfern Sie und ich kriege Sie frei. Opfern Sie nicht, ist mir es an der Leib. Also, 50 Honorar und 50 Stationen. So gut wie frei habe ich Sie schon. Herr Advokat, ich habe Ihnen doch noch gar nichts für meinen Fall gesagt. Das kann ich doch alles aus den Papieren ersehen, die mir zur Verfügung stehen. Aber es ist doch alles falsch in den Papieren, Herr Advokat. Wir werden die Sache verlieren. Aber nur keine Sorge, Herr Koppingpott. Mit meiner Hilfe und mit Vertrauen auf Gott wird alles, was in unserer Macht steht, geschehen. Auf das Wiedersehen der Freiheit wiedersehen. Warum geschieht so etwas immer nur mir? Ich kann doch für alles gar nicht dafür. Wie eng ich zusammen, wenn ich doch bloß verstände und aus meinem Unglück herausfinde.
Lehrer sagte, hier vor uns stehen der Angeklagte. Derselbe bin ich, doch habe ich nichts gemacht, was mich berechtigterweise hierher gebracht. Sie sitzen ja also geduldig, Sie sind aber ganz unschuldig. So ist es, Herr Scharfrichter, so ist es genau. Entfernt davon mich von meiner lieben Frau. Und seitdem sitzen Sie und schmarotzen ganz mit denen auf staatliche Posten. Es kämen sind übrigen Schulden für hiesige Ausspeisung noch 15 Gulden. Nachdem erwähnter Herr Knappenrock mich vertraglich gedungen, ist es unseren andauernden und hartnäckigen Bemühungen gelungen, dass wir nach Vorlegung der Zahlungsverbindung von höchster Instanz die Zusicherung erhielten, dass Finanzamt nunmehr voll und ganz von seiner Freiheit Gebrauch machen und sich sofort nach Begleichung seiner Schulden entfernen dürfen von diesem Ort. Mein Name ist Muckenfurt. Sehen Sie zum Beispiel diesen Stock. Er war ein Erbstück, geschnitzt von einem Meister. Was? Hast keine Erbsen und sitzt im Kleister? Er war mein Stolz und meine Stütze. Was? Dein Kopf ist aus Holz und voll mit Grütze? Mein Herr, wenn Sie wüssten, was mir geschehen ist. Hast, willst dich brüsten? Und hast du den Zehen nicht? Meine Schuhe. Wo sind denn meine Schuhe hin? Die haben die Augen nicht vergessen. Wenn ich Ihnen so zuse, lieber Herr,
fällt mir das schon 10-mal so schwer. Frage ich mich, warum zuerst den linken und dann mit dem rechten Schuh nachhinken? Fange ich mit dem rechten an, sieht mich der linke so komisch an. Will ich dann mit dem richtigen wählen, versuche ich mit dem Abzählen. Hier ist aber wieder das Problem, wer als erster zum Abzählen kommt. Ja, ja, es ist auch beim Gehen immer sehr schwer zu sagen, wann wir den rechten am linken und den linken am rechten Fuß vorbeizuziehen haben. Nicht wahr, mein Herr? Ach, endlich ein Mann, mit dem man sich ernsthaft unterhalten kann. Sehen Sie mal her, es ist mir schlimm ergangen. Ein großes Unrecht ist an mir begangen. Was hast du für einen echten Fall? Gehe ich da so bei Sonnenschein und liege in eine Straße an. Kommen die Gendarmen an, rufen, das ist unser Mann. Halten mich schon fest am Rock, sag ich, mein Name ist Mogginbrot. Na, sagen die, tut nichts zur Sache. Was ich denn hier auf der Straße mache? Wie üblich bin ich auf dem Weg zum Zeitungsfenster, der dort an der Ecke steht. Und oben bei mir im Zimmer wartet meine Frau und macht einen Kaffee, wie immer. Das wird sich alles herausstellen, wenn wir die Sachlage erhellen. Und an dein Kaffee und an dein Flitschen kannst du dann denken, Flitschen. Ist das eigentlich, was man unter Gerechtigkeit versteht, wenn man einfach so bei Sonnenschein spazieren geht? Ja, ja, so eine Wissel, ich seh's dir an. Der ist zu Hause bei seiner Frau nicht aushalten kann. Nicht bei geordneter Arbeit bleibt, sondern sich lieber auf der Straße rumtreibt. Mein Herr, Sie enttäuschen mich sehr und machen mir die Verständigung schwer. Bedenken Sie doch meine Lage und was ich Ihnen gesagt habe. Hast du was gesagt? Ich hab schon vergessen. Ich lass mich ungern stören beim Essen. Und jetzt gehe ich hab einen Bus. Wir sehen uns wieder. Mein Name ist Wurst. Ich sagte schon, Sie sollen die Freundin finden. Für die bevorstehenden schweren Stunden. Ach, keinem Fremden nie Vertrauen. Jetzt bleibt mir nur noch meine liebe Frau. Hab ich da, wo ich war, an dich gedacht. Und nur der Gedanke an dein Gesicht und an dein Haar hat mich am Leben gehalten, da, wo ich war. Abhalt, Alter, zu verschwiegen. Ich muss mich hier alleine abschließen. Fragst du denn gar nicht, was mir geschehen? Jetzt, wo wir uns endlich wiedersehen, willst du denn gar nicht wissen, was ich hab alles erleiden müssen? Und alles weggenommen, was ich bei mir getragen. Ich habe nicht verstanden, sowas für einen Zweck, aber alle Ersparnisse, die sind jetzt weg. Ihr Zweck haben, mein Lied nicht verpassen, das ist ihr Liebsregen, das könnt ihr passen. Bei mir nicht, das kann ich dir sagen. Ich muss mal eine Veränderung haben. Diese Ungenügigkeit der Welt, möchte ich doch wissen, wie sich das alles verhält. Ich gehe zur Arbeit und tue meine Pflicht. Höhere Ansprüche habe ich doch nicht. Da kündigt sich die Steuer und die Mieten fürs Heim. Und soll jetzt an den Mieten ins Mundwinkel nach. Ach, einmal solche, die mich nicht betrügen, sondern die was für mich fällt und für euch. Hast du denn deine Füße verloren? Füße? Die habe ich mir abgefroren. Denn Strümpfe, die waren zu teuer. Und im Ofen, da hat es kein Feuer. Deine Schuld ist es, denn du bist weg und lässt mich ohne was hier.
Aber damit sage ich dir, ist es dir draußen. Du hast nichts mehr zu suchen in diesem Haus. Aber da, wo du wohnst, da wohne ich doch auch. So ist es doch zwischen Eheleuten der Brauch. Das kann man nicht reden. Wo du wegkommst, du woanders zu kennen. Mir kommt dies alles so komisch vor. Ich traue mich beim Auge und meinem eigenen Ohr. Wie ist das eigentlich mit diesem Zimmer? Das scheint mir gar nicht so wie immer. Ich kann doch nichts dafür, dass ich das saß hinter der Riegel der Tür.
konnte Ihnen keine Nachricht zukommen lassen, weil niemand wollte sich mit meinem Fall befassen. Sie sind noch hier? Das geht zu weit. Ich habe nur gehört, dass keine Zeit. Bitte, Herr Chef, bin ich nur wieder dabei, dann werde ich am Arbeiten für zwei. Bei den Kisten brauchen wir nicht mehr als eine. Und von Ihrer Seite, so brauchen wir keine. Wollen Sie mich denn einfach auf die Straße setzen? Kommen Sie vielleicht noch meine Leute auf? Ich bin doch nichts anderes als mein Recht. Verschwinden Sie. Sie verstehen mich wohl schlecht. Mann, nehmen Sie den mal an Fragen. Sie haben den Auftrag, ihn rauszutragen. Ich geh schon allein. Soll das der Dank für lange und treue Arbeit sein? Es geht mir schlecht. Geschieht dir recht. Ich dachte, bei meiner Frau hätte ich endlich Ruhe. Kommt die mit dem Besen auf mich zu, treibt mich aus unserer Wohnung weg und bleibt allein in ihrem Bett. Bist du sicher, sie war allein? Sie lag allein da, mit ihren zwei Beinen. Die Füße hatte sie verloren, waren ihr beim Alleinsein abgefroren. Und was sonst noch da war außer dem See? Da hast du natürlich nicht nachgesehen. Meine Frau wird mich nie belügen. Nie wird sie mich mit einem anderen betrügen. Oder meinen Sie, da wäre jemand da, wo ich doch keinen anderen sah? Ach, die schönen Stunden im Trautenheim, am Abend, nach der Arbeit, im Lampenschein, wo ich immer im Lehnstuhl saß und meiner Frau aus der Zeitung vorlas. Im Lehnstuhl, wo jetzt ein anderer drin sitzt. Weshalb der Lehnstuhl nicht benutzt? Und meine Arbeit, wo ich den ganzen Tag war. Und dafür gezahlt kriegte jeden Monat in bar. Rausgesetzt haben sie mich, ohne sich zu überlegen. Und meine Arbeit einfach einem anderen gegeben. Was hattest du denn bei der Arbeit zu tun, außer rumzustehen und auszuruhen? Ich hatte sehr Wichtiges zu tun. Mit Kisten. Und zwar, was drin war, anhand von Listen herauszunehmen. Und mit den Listen zu vergleichen. Und wenn es drin war, auf den Listen zu streichen. Mein Herr, dies war der Inhalt meines Lebens. Und dafür opferte ich mich vergebens. Wenn jetzt ein anderer dasteht, so ist es doch klar, dass das nicht deine Arbeit war. Warum legst du dich denn auf den Boden? Es sind sich viele Bewegungen hier oben. Da hat sich fremdes Eigentum demoliert. Dafür wird man dir bestimmt eine Rechnung servieren. Oh, ich kann nichts mehr zahlen. Ich habe nichts auf der Bank. Ich kann nicht mehr weiter. Ich bin krank. Dann gehen wir gleich mal zu einem Arzt. Du legst dich auf den Tisch und wartest, bis er dich aufgeschnitten hat. Das geht bei dem ganz schnell und glatt. Und schon in wenigen Sekunden
hat er dann ganze Krankheit gefunden. Er schneidet alles, was faul ist, weg. Und du bist gesund noch auf dem Fleck. Thank you.
was hören, Herr Kollege? Ich höre ein Knurren, wenn ich mir es recht überlege. Halten Sie es für einen beunruhigenden Ton? Am besten, wir schreiten gleich zur Operation. Oh nein, Herr Professor, bitte nicht schneiden. Ich bitte Sie, lief ich das nicht vermeiden? Strecken Sie mal die Zunge raus. Das zu sehen, es ist ja ein Graus. Sagen Sie mal, das Herz hören, Herr Kollege? Ich
für ein Brummen, wenn ich mir's recht überlege. Es ist doch immer wieder interessant zu beobachten, wie bei richtiger Behandlung die Anatomie sich in den einzelnen Teilen wieder belebt und mit neuer Kraft und Ausdauer fortbewegt. Demnach bist du als vollauf gesund ernährt. Und alles ist richtig, nichts ist verkehrt. Und da haben wir dann davon das Resultat. Erstens, dass man mich verachtet am nächsten Tag. Zweitens, dass man mir mein Geld abgenommen, ohne dass ich was dafür hätte bekommen. Drittens, dass meine liebe Frau auf mich scheißt. Und viertens, dass man mich aus der Arbeit rausschmeißt. Er wusste. Das Weinen wäre eine schöne Sache, mir kommt aber immer nur so eine Lache. Was dich ankommt, das kennen die Weißen nur. Du bist nämlich den Weltreisen auf der Spur. Man sieht deinen vergeistigten Ausdruck an. Du bist ganz nah an der Lösung. Miserere, miserere, dass er von allen Schmerzen geläutert wäre. Seht, was seht, unseren guten Mann, der sein Leiden vielleicht bald verstehen kann. Miserere, miserere, dass sie meine Erleuchtung bescheren. Thank you.
Ja, jetzt weiß ich's. Ja, ich hab's. Ich wusste schon immer, eines Tages... Nein. Nein, das geht nicht. Das ist eine Plage. Lass mir doch einer die Lösung sage. Weißt du was? Nein. Ich hab eine Idee. Hast du? Wir gehen zur Regierung hier in der Nähe. Denn was die Herren anbelangt, die müssen es wissen, das ist ihr Amt. Und du meinst wirklich, die hätten für sowas Zeit mit ihrer hohen Persönlichkeit? Wenn nicht, dann haben sie ihren Beruf verfehlt. Wir selbst haben sie doch schließlich gewählt. Die müssen auch unser einen bauen. Und dazu brauchen sie unser Vertrauen. Wir sehen, haben auch all unsere Fragen. Sicher was Bedeutungsvolles zu sagen. Von die Gendarmen zwei gekommen und haben mir den Spazierstock abgenommen. Haben mir den Stock auf den Rücken zerschlagen. Ist das Gerechtigkeit? Können Sie mir das sagen? Ach, sagen Sie, wer ist denn am besten als Schneider? Von wegen Anfertigung neuer Kleider. Das ist das auch der Zeit bei uns und Liegen. Haben die Gendarme rücksichtslos zerstückelt. Deshalb freuen wir uns, dass sie selten das Land vor Gefahren bewahren. Wir können uns auch gar nicht oft genug betonen, wie falsch es wäre, jemanden zu schonen, der stört, wie wir gewohnt sind zu wohnen. Oder vielleicht können Sie mir darauf Antwort geben. Hab da verbracht so mein halbes Leben mit meiner Gemahlin im gleichen Bett und von heute auf morgen schickt sie mich weg. Und nun frage ich Sie, könnte es dagegen nicht irgendein einschlägiges Mittel geben? Ach, seien Sie mein lieber Vetter. Ja, die vorigen ganzen Spielzettel. Es freut mich, von Ihnen bestätigt zu bekommen, was wir von zahlreichen anderen Seiten vernommen. Das ist rechtlich, die uns unterstützen, in unseren Bemühungen die Sitten zu schützen, sodass man bewahre den gesunden Teil zur Erhaltung von Fortpflanzung, Familie und Heim. Im besten Einvernehmen zusammengeschlossen sind wir wie immer fest entschlossen, einen kleinen Weg weiterzutreiben in diesen verantwortungsvollen Zeiten. Ich will mich mit meinem Anliegen beeilen und nicht mit meinem geldlichen Verlust langweilen. Aber eins, das möchte ich doch noch gern wissen. Warum, wenn man uns was nimmt, wir noch dazu zahlen müssen? Bei uns zu Hause sind die Fliegen sämtlich langsam und wegzufinden. Sie nehmen an, es ist Ihnen bekannt, dass der Reichtum und einem Namen abhängt vom allgemeinen Wohlstand. Daher müsste, das werden Sie verstehen, dass irgendwo Löcher entstehen, die Sie befüllt werden, sodass es dann geht. Wir weisen immer darauf hin, dass es nichts Wichtigeres gibt als den Gewinn. Und wenn dann alle gemeinsam vereinen, kann eine kleine Abgabe als Verlust erscheinen. Kauft sich meine Frau letztlich einen neuen Löcher? Es wäre aber übertrieben zu sagen, er ist denn hier gut. Gestatten Sie mir, ich habe noch ein paar Fragen und ich bin gespannt, was Sie mir darauf sagen. Warum passiert gerade immer mir Malheur, wo ich noch nie keinen anderen störe? Nie lasse ich mich ein auf Disquisitionen.
weil ich will meinen Mitmenschen schonen. Rempe nie keinen Alten an und gehe immer allein. Und fortwährend stellt mir einer das Bein. Und mit der Arbeit, der Ehe und mit dem Geld und mit der Gesundheit und mit den Schuhen ziehen und überhaupt, was ist verboten und was ist erlaubt? Herr Schan, im letzten Jahr war das Wetter doch viel angenehmer und besser. Und sollte ich immer noch nicht wissen, so sagen wir mir, dass wir wissen müssen. Hast du Unruhig in der Wahrnehmung aus manchen Mund, besteht die Beunruhigung überhaupt kein Grund, solange wir weiterhin entschlossen und unverbrochen im besten Einzelnen zusammengeschlossen und eingeschlagen in die weiter begleiten in diesen verantwortungsvollen Zeiten. Meine Herren, die Audienz ist beendet. Wird jetzt von der Regierung eine Proklamation gesendet. Thank you.
du da? Wieder einer von den Unfähigen, die nicht nach irgendeinem Reichtum gieren. Ach, wie erfreut mich doch diese Welt! Wie ist hier alles aufs Beste bestellt? Lieber und ehrwürdiger Herr Gott, gestatten, meinerseits Mogginput. Bitte ergebend, weil es mich interessiert, was wird an mir eigentlich ausprobiert? Lebe ich jetzt hier seit etlichen Jahren und was ich immer wieder erfahre, das ist, ja, wie soll ich es Ihnen nur sagen, warum, wenn was ist, es so ist, wie es ist. Und wie es wohl wäre, wenn es nicht wäre bisher. Ich weiß nicht, ob Sie mich richtig verstehen und aus meinen Auslegungen ersehen, dass ich von Ihrer Ordnung betroffen bin. Können Sie mir sagen, wo führt das hin? Wo sagte ich das denn schon neulich? Es ist doch immer wieder besonders erfreulich, so viel Ernst zu sehen und Wissensdurst. Und nicht einer, der sagt, es sei alles Wurst. Herr Direktor, zwar können Sie alles lenken, aber auch ich kann mich in Denken versenken. Es handelt sich um folgende Sache, um die ich mir Gedanken mache. Wie ist oben im Himmel die Temperatur? Was isst man dort zu Mittag? Und um wie viel Uhr? Sind Sie und die Ihren immer wach? Lesen Sie, baden Sie, spielen Sie Schach? Wie viele Chöre von Engeln haben Sie im Ganzen? Können Sie mehr als singen, klappern und tanzen? Und haben Sie noch einen von diesen schönen Zigarren? Dann bräuchte ich nicht so neidisch, den Rauch anzufangen. Sagen Sie, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie reden? Das reicht nicht sehr, was ich da hörte soeben. In meinem Alter bin ich gewohnt, dass man mich vor unnützer Aufregung schont. Es ist schwer genug, den Betrieb zu verwalten und alles organisatorisch zusammenzuhalten und alle Eingänge und Ausgänge von heute auf morgen zu übersehen und für meine Leute zu sorgen und immer parat auf die Konkurrenz zu sein, denn der fallen immer neue Überraschungen ein. Ach, glauben Sie mir, meine Herren, so wie Sie herumlaufen, das möchte ich auch gerne. Und selbst Fragen stellen nach Belieben und auf alles eine Antwort kriegen. Doch dazu habe ich keine Zeit. Ich weiß noch nicht einmal, inwieweit die Firma und alles, was man da investiert in all ihren Abteilungen, noch funktioniert. Wen muss man da nicht alles bearbeiten und schmieren? Und was muss man nicht alles ausprobieren und sich drehen und wenden und immer wieder sparen, um wenigstens unseren guten alten Namen zu wahren? Mein Herr, ich brauchte Trost und Respekt. Doch Sie haben ein Gefühl von Trauer in mir geweckt. Anstatt von Ihnen will ich lieber noch etwas hören von jenen. Der ist bescheiden und hat ein gutes Benehmen. Bitte, Herr Hoppinger, das Wort ist an Ihnen. Zeigen Sie, dass Sie meine Aufmerksamkeit verdienen. Was ich sagen wollte, das ist, warum falle ich, wenn ich schief stehe? Und warum ist, wenn ich mich setze, der Stuhl plötzlich weg? Und anstatt auf dem Stuhl sitze ich im Dreck. Und was soll ich nur dagegen machen? Es kommt mir immer so ein Lachen. Ach,
Wenn Sie der Verantwortliche sind von dem Ganzen, von der Arbeit, der Ehe, den Gendarmen und den Finanzen, dann muss ich sagen, ich krieg eine Wut. Denn von all dem kommt mir nichts zu gut. Ich hab mal geglaubt, es gäbe einen Lohn für alle Leiden, aber das sehe ich schon. Die Ungerechtigkeiten, die sind Ihnen doch wohl egal. Sie meinen wohl, die wären für unser einen normal. Aber das kann ich Ihnen sagen, von diesem Betrug habe ich jetzt ein für alle Male genug.
the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle. Give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance in the air. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true, man. Laughing as you go, just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. And that's to laugh and smile and dance and say, when you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Just always face the curtain with a bang. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance in the air. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Always look on the bright side.
just a memory to people share. Silent under foreign affairs. Turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah.